Hallo und herzlich willkommen wieder hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda. Mein Name ist selbst Erhard Mott. Ich stelle jetzt ein Vorführ-E-Bike vor von Riese und Müller für das Jahr 2023. Es ist ein Roadster, welcher schon bereits seit einigen Jahren gebaut wird von Riese und Müller, immer wieder weiterentwickelt. Und jetzt sind wir bei einem Stand, wo ich sagen muss, es hat sich jetzt den Charakter ganz ausgebildet. Man sagt heute urban E-Bike. Ich finde, diese Begriffbezeichnung ist ein Blödsinn, weil so wie ich das Rad jetzt gefahren bin und den Einsatz, ist ein schneller Tourer. Weil wir haben 28 Zoll Laufräder und zwar in einer Dimension, wo man früher gesagt hat, das sind Schmalspurräder und urban, also das Urbane heißt ja Stadt. Und in der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit solcher Bereifung schnell fahren, kannst du nur auf Radwegen. Die Städte, die ich kenne, haben Kopfsteinpflaster, Straßenbahnschiene und Randsteine und sind eher für solche E-Bikes nicht geeignet. Also sagen wir mal, hier jetzt im Taubertal eine schnelle Tour zu machen, Nachmittagstour und 40, 50 Kilometer Runderreise, genau da ist das E-Bike das Richtige. Sei es drum, vielleicht haben die Städte heute alle Schnellradwege, ich weiß es nicht, oder auch in Zukunft. Ich erkläre Ihnen kurz, was Sie darauf erleben werden, wenn Sie es bei uns dann probefahren. Man hat eher noch ein puristisches Fahrgefühl, ohne gefederte Sattelstütze. Der Lenker ist etwas flacher, wie Sie sehen, wie der Sattel. Aus dem Grund sportliche Fahrweise. Der Kopf ist nach vorne gekippt, sodass Sie auch den Rundumblick wie eine normale Cityrad, Stadtrad, eben nicht haben auf dem E-Bike, sondern eher nach vorne gerichtet. Wir haben sogar noch eine relativ gute Federgabel drin, die ist jetzt nicht für Offroad oder Feldwege gebaut, aber sie federt ein bisschen. Man könnte hier übrigens optional auch noch eine Sattelstütze reinmachen, die ein bisschen mehr Komfort bringt, aber dann verliert man wieder an Leichtgewicht, nämlich das Rädel hat nur so um die 20, 21 Kilo rumgeschätzt. Wir haben eine 11-Gang-Kettenschaltung, die gehört genau hier rein. Man braucht eine Kettenschaltung, die einmal leicht ist, zack, zack, schnell zu schalten geht und eine direkte Kraftübertragung hat, ohne Verluste. Der CX-Motor ist jetzt die Alternative zu den urbanen E-Bikes, welche Riese und Müller jetzt mit Fazua-Motor anbietet. Er hat wesentlich mehr Bums und ist gedacht, dass man zum Beispiel auch viel steile Strecken fährt oder sogar auch mit Gepäck. Sie sehen, hinten optional gibt es auch einen schönen leichten Tourengepäckträger, damit man auch, sagen wir mal, schnelle Radtouren über 3-4 Tage machen kann. Das kannst du mit dem Rädle. Also ich würde sagen, im Stil Roadster, im Stil der 80er, 90er Jahre, ein sehr schnelles Trekking-E-Bike, gut rausgearbeitet vom Charakter her, so muss es sein. Vorne ein heller Scheinwerfer drauf, schönes Rad, schön. Also wer schnell fährt und viel Unterstützung braucht, das ist die Sache. Kommen Sie zu uns ins Taubertal, melden Sie sich einfach an im Kontaktformular für eine Probefahrt und dann beraten wir Sie hier und Sie können das testen auf unseren Teststrecken. Also bis bald, Ihr Erhard Bott und mein Team.